Es wird wieder Zeit für nice Setups von meinen Zuschauern live on Stream. Ihr dürft gerne weitere Setups unter Discord hier im Stream einsenden, ist auch in der Beschreibung. Let's go! Das waren die letzten Setups, die wir abgecheckt haben. Es sind einige neue reingekommen. Wir machen mal hier so einen Vorher-Nachher-Vergleich von Ventox. Zeig mal her den Aal. Ich muss sagen, ich fühle das Schild alleine schon gar nicht mehr, weil das eigentlich jeder besitzt momentan. Und warum sind die zwei aus? Kreis und X sind die wichtigsten. Warum sind die aus, Bro? Relativ clean gehalten. Kabeltechnisch habe ich jetzt auch nicht so groß was zu meckern. Aber Bro, what the fuck, hast du für einen Monitor? Das ist doch ein Fernseher. Angel kann kein Wasser kochen. Hä? Das hat jetzt hier gar nichts mit zu tun. Chat mich mal wieder komplett am Fronten. Aber was würdet ihr das Setup geben? Er hat hier eine nice Steckdosenleiste in der Wand. Dafür gibt es auf jeden Fall schon mal Pluspoints. 6 von 10. Also ich würde mich da wohl sehr wohl fühlen. Gucken wir uns das Ganze bei Nacht an. Jetzt ist nur Viereck am Leuchten und X ein bisschen. Bro, kriegt das zu wenig Strom oder was? PlayStation auch noch auf heimliche. Ich muss sagen, das Setup fühle ich. Ich würde mich da sehr, sehr wohl fühlen. Es ist sehr minimalistisch gehalten. Real Talk. Aber es hat was. Beinfreiheit ist für gesorgt. Ich finde das sehr, sehr krampfhaft, auf einen Monitor alles zu machen. Deswegen habe ich 4. Machen wir weiter mit Roxa. Sehe ich hier ein Noble Chair. Nicer PC. Sehr clean gehalten. Wenig LEDs können sehr viel ausmachen. Ich feiere das, dass in deiner Wand oder da, wo das Fenster drin ist, dass da so eine Art Ablage ist. Wenn es das ist, sieht sehr nice aus. Aber ich weiß nicht, ob der hier aktiv kühlt, wenn du den so nah an der Wand stehen hast, Mann. Gutes Headset ist am Start, gute Tastatur ist am Start. Was würdet ihr dem Setup geben? Da ist eine 7,5 von 10 schon drin. Schön clean. Kabel sind die größtenteils verstaut. Ich meine, ich brauche jetzt gar nicht große Töne schwingen. Mein Kabelmanagement ist gerade auf Next Level, nicht. Wenn ihr wüsstet, wie das hier unter meinem Tisch aussieht. Da wird einmal Dick Sergi in den Chat gespammt. Besser ist es. Was ist das unter dem Tisch? Ich glaube, sein Mischpult. Ich glaube, ich würde es mehr feiern, wenn dein Mischpult hier ist. Dann kannst du hier solche Fax machen nebenbei, ohne dass einer was mitbekommt. Ich hätte niemals gedacht, dass mir die Farbe Orange bei einem LED-Setup so... Alter, das Feeling! Mosilu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Geiler Tisch. Geil. Sieht aus, als wäre das verglast. Sehe ich da Naruto Ultimate Ninja 3? Ach, das ist eine 10 von 10. Das ist eine 10 von 10. Ach, Sweet, das bist du. Hä, dein Kabelmanagement ist gar nicht so scheiße. Hier wegen zwei Mäusen, zwei Monitore am Start. Ja, nice. Hast sogar gerade eingeschickt. Ich fühle deinen PC nicht so. Ist der offen? Würde ich eine 8 von 10 geben eigentlich. Ich würde dir vielleicht noch raten, vielleicht eine LED hier hinter zu verbasteln, wenn du es cleaner halten willst. Endlich mal einer, der hier Good Old Times Naruto spielt. Ach, du hast eine LED hier hinter, die funktioniert nicht mehr. Bro, mir ist doch nie in meinem Leben eine LED kaputt gegangen. Der Fotograf Idusch am Start, sagst du? Laptop auf nebenbei. Lecker. Sehe ich da den Razer 2 Raju oder wie der heißt? Sehr clean gehalten, gefällt mir. Kabelmanagement hast du echt gut gelöst. Wird damit das ein oder andere, machst du damit Bondage oder was? Also sieht schon ein bisschen so aus. Boah, so nebenbei auf dem Monitor. Pff, Bruder, hast du da jemals einen Win geholt? Hey, was soll ich sagen? Ich habe damals auf einem 720p Fernseher gezockt und ich habe alles rasiert. Gillette ab die kann dem mir Trost einpacken. 14 Wins? Oha, ist aber eher so auf Büro angelehnt, ne? Ist eher so auf Büro angelehnt. Noble Chair Easter? Sehr, sehr clean gehalten. Muss das nicht eigentlich andersrum, Bro? Musst du das nicht eigentlich umdrehen, dass das nicht ist? Oder ist das eine Schublade? Haben wir doch mehr aus deiner kompletten Bude. Edusch macht erstmal hier eine Roomtür für uns. Ehrenmann. Kabelfach sogar. Mehr Verstecker drin. Hatte ich auch vor. Real Talk. Edusch Inspiration Easter. Du hast alles versucht, so in demselben Holzton zu halten. Finde ich sehr nice. Auch sehr, sehr clean. Sehe ich hier eine Autogrammkarte von Montana Black. Sehr nice. Bro, wo ist meine Aromen? Die fehlen hier. Das Kabel. Das Kabel macht alles kaputt. Ich feiere dein Bonsai. Sehr lecker. Auch, das ist, by the way, der Schrank, der bei mir zusammengeklappt ist, wo mein Equipment im Wert von 5000 Euro drin ist. Machen wir weiter. Das ist dein Bett also? Boah, Boxspringbett. Vielleicht komme ich irgendwann in den Genuss, auch mal ein Boxspringbett zu haben. Warte mal. Den Tisch kenne ich. Ah ja.
Das werde ich jetzt erstmal getrost rausschneiden für die YouTube-Zuschauer. Vielleicht seid ihr ja nächstes Mal auch im Stream am Start, damit ihr solche Insider-Infos nicht verpasst. Sehr, sehr lecker. Aber du hast hier wirklich drauf geachtet, dass du noch überall so ein paar Pflanzen machst. Das gefällt mir sehr clean. Aus der Perspektive wirkt das sogar noch viel besser. Du hast das Beste aus deiner Schräge gemacht, was du machen kannst, Bro. Für mich gefühlstechnisch eine 10 von 10. Da würde ich mich sehr wohl fühlen, weil das einfach absolut clean ist. Aber dein Bett, ist das gemütliche Dusch? Auf Natur angelehnt. Vielleicht wird da Palm aus Plastik 4 gedreht, man weiß es nicht. Ja, ein bisschen härter, weil ich es härter mag. Härter immer gut. Ach, Chat, Mann. Chat. Kommt mal raus, was würdet ihr Dusch für eine Note geben? Ich wäre bei 10 von 10 dabei. 9 von 10? 187. Wir haben hier als nächstes Rockstar. Rockstar hat wieder ein bisschen LEDs gepimpt. Rockstar, du hörst auf mich. Lecker. Ich sehe, dein Setup wird's. Du hast hier einige Sachen, die damals noch unordentlich waren, hast du jetzt relativ gut gelöst. Die legendäre Crown 4. Uff. Bro, du musst mir nochmal, by the way, den Link von deinen Boxen schicken. Die sehen sehr, sehr nice aus. Mindstream auf, so muss es sein. Ey, Rockstar, sitzt du genau hier und guckst dir von da meinen Stream an? Ihr seht mich ja immer, wie ich hier sitze. Ich weiß nicht, wie ihr diesen Stream schaut oder wie ihr, by the way, aussieht. Deswegen habe ich auf dem Discord ein paar Räume erstellt, wo ihr das hinschicken könnt. Das ist mein Place. Hier bin ich. Hier, so sehe ich euren. Aber wie ihr meinen Stream schaut, das ist sehr krass. Nur das kleine Zuhause in unserem Gaming-Bunker steht, der Rest. Wow. Emprogy? Ich habe gehört, mit dem Code ANGEL5 kannst du 5% sparen. Die Maus musst du auswechseln. Sieht mir nach einer Billo-Maus aus. Real Talk. Der PC, 1 plus mit Sternchen. Spiegelung ist jetzt kameratechnisch nicht so original. Ich sehe, du bist selbst Streamer. Masterlord, du bist das auch noch. Der einzige Tier 2 gerade hier am Start. Deine Tastatur ist sehr, sehr nice mit extra Keys, wo man vielleicht auch die ein oder andere Twitch-Szene drauflegen kann. Überblendung, dies, das. Fühle ich. Habe ich leider nicht mehr. Ich habe selbst nicht mal mehr ein Elgato Steam Deck. K95, die habe ich mir nicht geholt, weil die klangtechnisch irgendwie... Die war nicht auf dem Niveau. Machen wir weiter mit Speed. Ach nein, das ist aus einer anderen Perspektive. Naruto Ultimate Ninja 3. Wir haben hier Victor straight im Dark Mode. Und ob zeige ich heute nicht will, im Passivmodus. Egal, wir bewerten jetzt hier erstmal Setups. Ist das die Logitech-Tastatur, die neue? Die ultra leicht sein soll? Boah, aber das wäre mir viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Oh, hier wieder zu erblinden bei dem Setup. Gar keinen Bock. Würde ich eine 4 von 10 geben. Ein Applaus für dich, Rockstar. Er hat das Bild sogar dann reingeschickt, weil ich es gesagt habe. Sehr lecker. Auch mit Fenster auf. Wir haben hier Token. Kabel sind zu wild. Oh, Kabel sind definitiv zum Füßeln am Start. Bro, warum steht dein... Der Ventilator muss doch hier oben stehen, Bro. Was willst du denn da unten kühlen, hä? Musst du uns hier was weichen? Was musst du da unten kühlen, was unterm Tisch steht? Bei dem PC hatte ich Angst, dass das Ding sich in der Nacht transformiert und mich einfach... Einfach meine Donations klaut. Aber es ist clean gehalten. Du hättest das Foto eigentlich nicht von hier machen sollen. Einfach von hier. Das bleibt geheim. Token ist sogar am Start. Mhm. Aber schön alles in Blau. Kommt gerade zu der Wetterzeit, die wir gerade hier haben, wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier noch Cynix. Eine Dame. Die gleichen habe ich, by the way, auch. 25 Euro. Sind bei mir in den Pflanzen versteckt. Sehe ich hier etwa Kohle? Mhm. Endlich mal einer, der sein Bildschirm genauso dreht wie ich, damit der Chat hier ganz, ganz dick am Bienen ist. Stört dich das nicht, dass du deine Beine nicht ausstrecken kannst? Stört dich das gar nicht? Das ist eigentlich voll der Five-Head-Move, das hier an der Ecke ranzumachen. Wo hast du den Tisch bekommen? Der ist echt nice. Weißt du, wonach das aussieht? Als würdest du das Ding hier hinstellen und dein bestes Stück da reinhalten. Danach sieht das aus. Habe ich selbst gebaut? Den Tisch hast du selbst gebaut? Nimmst du noch Aufträge an? Ich könnte eigentlich einen neuen gebrauchen. Das ist eine Klima. Funktioniert die? Ich suche gerade nach einer kleinen Alternative. Als ob die funktioniert so klein. Nee, so ein kleiner mit Wasser. Ah, okay. Bringt ja eigentlich nicht so viel. Also, ich muss sagen, du hast eigentlich das Beste daraus gemacht, was man bis dato machen kann. Dass der PC hier steht, wegen Beinfreiheit, muss ich dir leider einen Punkt abziehen. Gibt aber eine saftige 8 von 10. Boah, wir haben hier noch Dicker. Am Flexen. Digga, das ist mein Logo. Was hast du damit gemacht? Was ist das? Machen wir weiter mit dem letzten Setup für heute von Zox.
Mhm. Der X-Racer wurde sich gegönnt. Ist das schon die Stoffvariante? Fühle ich. Ich sitze gerade in meinem 100 Euro Amazon Basic Chair, Full Leder. Ich bin am Sweaten. Der Drip ist real. Nice Headset, nice Boxen, nice Monitore, nice Maus, nice Tastatur. Bro, du hättest heute das beste Setup bekommen, Zox. Das beste Setup. Hättest du ein Bild im Dunkeln gemacht. Das ist sehr, sehr köstlich. Sehr köstlich. Auch auf schräge angelehnt. Ich hoffe, du stoßt dir nicht den Kopf jedes Mal. Was war das beste Setup heute? Wir scrollen nochmal durch. Durch den Aal. Ja, eigentlich von Edush, ne? Er hat halt gefühlt eine halbe Roomtour gemacht, ne? Gefühlt eine halbe Roomtour. Und Edush für den verdienten Platz 1 hier am Start. Und ich würde sagen, haut rein. Wisst ihr, was ich meine?